So, willkommen zur nächsten Folge. Folge 14. Ja, ich weiß es sogar. Warum blinkt der eigentlich schon wieder? Der Sack. So, wir fahren jetzt zurück zur Zentrale. Und machen mal Licht an, denn es wird schon wieder Nacht. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Na, das war doch mal hier Maßarbeit, mein Freund. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Hi. Wunderschön geht's. Oh, sie machen das Licht an. Alles senken. Haha, jetzt seht ihr nichts mehr. Ist echt ganz schön viel Zeit. Pass doch auf, wo du hinläufst. So, wir gehen jetzt mal schlafen. Also wir versuchen es jedenfalls. Oh, wenn er nicht ge am Geländer sich festhalten Alles müsste. senkrecht? Hi. Hallo. Hallo, hi, hi, hallo, Pass hi, doch hi. auf, wo du hinläufst. Wie war das hier? Alles senkrecht? Jo, alles super. So, es wird noch dunkler und echt. Ein Uhr. Einsatzbefehl für Florian 5. Aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Hier liegt eine Person, die wahrscheinlich stark alkoholisiert ist. Juhu. Dann mal los mit euch. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Melde am Arsch, ich will schlafen. Scheiß Säufer. Wo fahr ich denn? Ja, ich wäre auch besoffen. Ich hab eben. Bin gerade erst aufgewacht, da kann man noch nicht so gut fahren. Wie jetzt? Ach so, ist Martin-Zorn. Ach so, ja, okay. Meinetwegen. Ist so? Man sieht gar nichts, Alter. Ich habe voll die Abzweigung verpasst. Ich hasse es, nachts Auto zu fahren. Vor allem sieht das so schön aus. Ah, oh, guck mal, die Stadt ist geil, aber wenn das Licht ausgeht, ist es auch wieder Kacke. Jetzt siehst du wieder nichts. Vor allem werdet ihr gleich merken, dass man jetzt in der Stadt keinen finden wird. Ja, der ist beim da, wo er beim letzten Mal war. Hallo Alki, wo bist du denn? Hi Alki, komm her. Wir nehmen dich einfach mal mit. Hör auf zu hupen, sonst trete ich dir in die Eier. Ja, der Lichteffekt von dem blauen Licht ist einmal ganz lustig, die ganze Welt blinkt halt. Aber das ist auch normal, wenn wirklich ein Einsatz ist und Blaulicht hast, dann siehst du das auf, hier spiegelt sich das auf jedem Haus. Wir haben schon wieder unseren Sprit zu weit verfahren, Alter. Mit dem Besen lässt sich Öl bitte. Ah, haben wir sowas dabei? Nein, also eine Info, die wir gerade nicht brauchen. Und ihr seht schon, warum ich vorhin die Strecke nicht gefahren bin. Man hätte wieder über die Autobahn fahren sollen.
Aber diesmal waren wir auf dieser Seite der Stadt, da ist es halt egal, wo du langfährst, das nimmt sich dann von der Strecke nicht viel. So, mal gucken, wie spät es gleich ist. Also wir sind ja jetzt gleich bei schon beim Krankenhaus. Wo müssen wir denn jetzt? Wir müssen hier gleich abbiegen, aber ich sehe zwar die Straße wahrscheinlich gar nicht. Doch hier ist er hier. Deswegen muss ich gerade gucken, Alter, das ist richtig bekloppt zu sehen. Und? Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Guck, ich kann nicht lenken, Alter, was ist das? So, und wieder nach Hause. Es ist 5 Uhr 36, 37. Naja gut, dann haben wir es ja bald schon wieder geschafft. Es wird auch schon langsam wieder hell, glaube ich. Das finde ich so cool, dass du in dem Ort eigentlich nur einen Krankenwagen brauchst. Also für 5 Orte, einen Krankenwagen. Wem fällt da gerade der Blödsinn auf? Ja, es wird heute bestimmt nochmal einen Einsatz geben. Hallo? Achso, ich bin wahrscheinlich wieder bei Rot gefahren. Sah jedenfalls so aus. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Hatten wir schon immer dieses Zielvisier hier? Haben wir schon immer? Fällt mir jetzt gerade auf. Aber egal. Alles senkrecht? Kriegen wir noch einen Einsatz rein oder schaffen wir es nochmal? Hier, Herr Notarzt, hallo, mein Kollege. So, schaffe es nochmal uns eben etwas hin. Haben wir schon die 4 Stunden geschlafen gehabt? Es kann gut sein, dass wir es geschafft haben. Ja, wir kriegen auf jeden Fall nochmal einen Einsatz rein, da könnt ihr davon ausgehen fast schon. Wir können nochmal trainieren gehen. Wir gehen einfach nochmal trainieren. Ach, war doch klar. Aus Lissabon kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Alter, die können alle... Florian 5. Lässt du mich durch? Ich hab einen Einsatz. Einsatz angenommen. Hallo. Es wäre cool, wenn man hupfen könnte und dann einfach mal oben übers Geländer. Aber es ist immer schon mal wieder Tag, das ist natürlich auch geil. Man sieht wieder, wo man hinfährt. Ja. Ja,
Ja, man könnte auch die Gamma-Werte hochdrehen, aber dann sieht das Spiel noch beschissener aus, als es sowieso schon aussieht. Also, ich meine, es geht, es gibt echt schlimmere Spiele, schlimmere Simulatoren, die sehen noch beschissener aus. Was? Was? Ey, wenn ich jetzt den Tag nochmal komplett neu spielen darf, ne, dann rasch dich aus. Guten Morgen zusammen. Du hast gestern wieder deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Hiermit befördere ich dich zum Oberfeuerwehrmann. Herzlichen Glückwunsch. Boah, du Fosse. Ich teile dich heute als Fahrer im Rettungsdienst auf dem RTW Florian 5 ein. Wo Fosse? Weißt du was? Ich hab's verfahren, ey. Und voll einsatzbereit ist. Das war das Gewerbegebiet, ich hätte gerade ausfahren müssen. Das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Er hätte auch über Rom nach Paris fahren. Alter, jetzt muss ich doch wieder... Ah, nein. Ey, so ein Schwachsinn, Leute. Was soll das? Ganz ehrlich. Ja, die sind zu weit in die falsche Richtung gefahren. Ja, leck mich doch am Arsch. Du hast mir auch nicht gesagt, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Der Pfeil da oben, der guckt doch keiner drauf. Alles senkrecht? Alles senkrecht? Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf 5. Halt die Fresse! Frei für Feierabend. Habt ihr das gesehen? Da ist gerade ein Auto vor uns aufgetaucht. Einfach mal so aus dem Nichts. Ich brauche Drogen! Ich habe keinen Bock mehr auf meine Schicht, was? Ich habe geile Beine. Juhu! Ist das denn als Hubsäule? Die paar Pixel kann keiner lesen. Was mich mal interessieren würde, ob es mal ein Feuer auf der Tankstelle gibt. Dann müsste ich eigentlich mich um die Zapfsäulen gar nicht kümmern. Weil, wenn ein Feuer ausbricht, werden die Zapfsäulen abgeschaltet. Das heißt, die ganzen Schläuche und alles werden leer gepumpt und alles in einen unter der Erde fest verschlossenen Tank. Das heißt, die Tankstelle kann eigentlich nicht in die Luft fliegen, aber bei dem Spiel wird es wahrscheinlich nicht realistisch gemacht sein. Ich stelle mich schon mal hier hin. Dann wird sowieso gleich ein Einsatz kommen. Von daher können wir auch gleich hier stehen bleiben, oder? Was können wir euch dann noch erzählen? Mein Roller ist wieder fit. Dann habe ich heute eine Batterie eingebaut. Und die alte wieder, weil ich null vom Arsch. Super. Also die Ersatzbatterie, die ich vom Kumpel gekriegt habe, die war hin. Jetzt funktioniert der E-Starter. Die Kickstarterwelle hatte ich. Ich habe mir noch einen Variedeckel geholt, Kickstarterwelle wollte ich tauschen und so weiter. Das funktioniert noch nicht, das müsste ich jetzt echt in die Werkstatt bringen. Und naja, das dauert noch ein bisschen. Aber eigentlich müsste ich so zur Arbeit kommen. Ja, so. Also, das ist cool, wenn wir so keinen Einsatz kriegen, bleiben wir so stehen. Verquatscht war die Zeit ein bisschen, ne? Ist auch mal cool. So, mach ich mir jetzt eine Zigarette an? Ne, ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Denn es ist gerade 10 Uhr, Freitagmorgen. Letzte paar Tage meines Urlaubs sind angebrochen. Deswegen kann ich momentan auch echt zu viel aufnehmen. Aber ich möchte halt jetzt nicht zig Projekte gleichzeitig anfangen. Deswegen mache ich jetzt erstmal dieses Projekt fertig und... Einsatzbefehl für Florian 5. Von der Landstraße beim Grunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Ja, ich weiß, dass ihr alle nicht Fahrrad fahren könnt. Los mit euch. Florian 5 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass das immer an der äußersten Ecke, also am weitesten von uns entfernt ist, damit wir nach möglichst viel Strecke fahren müssen? Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt, es ist immer am Arsch der Welt. Also zum Beispiel würden wir jetzt, hätten wir jetzt da gestanden, wäre der Einsatz nicht da zustande gekommen. Das ist wirklich so. Damit du fährst und die Landschaft genießt und die Fahranimationen, die ja, oder die Fahrphysik, die so super geil ist in dem Spiel. Und der RTW ist auch sowas von kotzen langweilig, weil du hast unendliche Aufträge, die alle nur das gleiche Fahrrad umfallen, sammle die Person ein, fahr sie zum Krankenhaus. Jetzt muss ich die Alte jetzt nicht hören, die sind mir voll jabbelt. Entschuldigung, ich dachte gerade mein Handy klingelt. Aber ich glaube, das war nicht so. Pass auf, Geist, sie fahren in die falsche Richtung. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach komm, wir machen mal hier an. So. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Handy gerissen habe. Ach doch, habe ich in der Tasche. Das heißt, es hat doch geklingelt, oder was? Nur irgendwie nicht. Okay, cool. Fahren wir mal weiter. Denn die warten hier auf uns. Im Brunsdorfer Wald. Ist da gegen Baum gefahren, der Besowske, oder was? So, fahren wir wieder weiter. No. Ja, in 3 Minuten, Alter, da sind wir locker da. Aber das Geile ist, hier steht eine Minutenanzahl. Das Geile ist, also jede Minute entspricht hier ja einer Stunde. Das heißt, du schaffst eigentlich so einen Tag so in 2 Folgen. Oh, diese Straßen sind so kacke und das Auto. Alter, die Straße geht mal eben so vom Erdboden zu 10 cm in die Luft, ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Da kommst du normalerweise mit dem Auto gar nicht hoch, ja? Da musst du den mal reinziehen, ey. Das ist so bekloppt. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Genau, die sind wahrscheinlich gegen den Fuchs gefahren, oder was? Zieh erst mal rein hier, ey. Ich bin auf den Schnauze gefallen, weil ich einfach nicht Fahrrad fahren kann. Oder nee, der ist über die 10 cm hohen Kanten links und rechts geflogen. Ist das Wald gekommen und hat dann die Kante nicht gesehen und da hat das sich einfach mal auf die Fresse gepackt. Das soll passieren, ne? Ja, nimm das Fahrrad und fahr nach Hause. Komm. Kalapse, Krankenwagen. Oi, oi, oi. Da sieht er das hier. Oh, da ist eine Kante, da fahre ich erstmal. Warte, ich brauche hier einen Monster Truck, damit ich da hochkomme. Ach, scheiß auf Blinken, ey. Das ist sowieso das Scheißkarre. Braucht keiner Blinken. Wenn sie kaputt geht, kriegen wir vielleicht mal eine neue, moderne Krankenwagen. So. Nein, ganz ehrlich, also, manche Sachen in dem Spiel finde ich schon witzig, aber... Naja, das ist halt so, ist, ganz ehrlich, das sind Simulationsspiele. Da wird kein riesen Budget für ausgegeben, das wird einfach da hingeklatscht. Da wurde hier die Map designt und dann, ah ja, wo machen wir Straßen hin? Ja, die setzen wir einfach oben drauf. Weil dann hätten wir den Karten nochmal neu gestalten müssen. Und wahrscheinlich, kennt ihr diese fahrbar Modellautos, die selber fahren? Wahrscheinlich ist hier auch so ein Draht in der Straße, wo die ganzen Passanten langfahren, weißt du? So voll geil und so. Ja. So, weiter. Jetzt sehen wir, ja, wir können auch so fahren, ich meine. Warum nicht, ne? So, und jetzt fahren wir wieder an der Feuerwache vorbei. Jetzt fahren wir die gleiche Strecke wieder zurück, wo wir eben standen, ja, damit es bloß am Arsch der Welt immer ist. Das ist so unglaublich, ey. Du musst immer so lange Strecken fahren. Ey, stell dir mal vor, da wäre ein Unfall direkt vom Krankenhaus, ja.
Das wäre doch mal geil. Kannst du erstmal 5 Minuten da hinsetzen, chillen, eine rauchen. Dann sammelst du den ein. Hast du wieder 5 Minuten. Kriegst doch gemütlich einen Kaffee. Kannst auch noch warten, bis der bei einer Maschine in der Station durchgelaufen ist. Der dauert ja so ewig. In der Zeit habe ich 3 Kaffee getrunken, in der da einmal die Maschine durchläuft. Aber was soll's. Aber das habe ich auch noch nie gehabt, ey. Hallo. Komm, verpiss dich. Der wäre auch mit Sirene gefahren, also das ist normal. Das Spiel berücksichtigt einfach nur die gerade Strecke, nicht die, dass da vielleicht ein Abbieger reinkommt. Das wird von dem Spiel gar nicht berücksichtigt. Das ist vollkommen egal, also ob da Blaulicht, Martinshorn oder ob du ja nichts anhast. Die fahren dir sowieso in den Weg. So, weiter geht's. Ich kann ja mit einer Hand fahren, ich muss mich ja nicht groß umgucken. So, mach mal bei Zigarette aus. Bett des Ladebildschirms. Nee. Zu spät schon tot. Boah, wir haben immer noch 2,5 Minuten, Alter. Was soll man denn da machen, ey, in der Zwischenzeit? Man musste ja schon ganz ordentlich Kacke fahren, damit du das nicht schaffst, ey. Komm, jetzt habe ich die Hand schon mal an der Maus, jetzt kann ich auch blinken. Jetzt darfst du das echt nochmal alles machen, ne? Das ist so ärgerlich. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Jetzt fahren wir die Strecke wieder zurück. So, aber guck mal, damit haben wir mal mit einem Satz Einsatz mal eben 8 Stunden umgekriegt. Wey! Wenn wir weiter so machen. Aber ist mir jetzt egal, ich mache jetzt den Einsatz, unseren Einsatz hier Ende. Also ich Ende der Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao!